Der Hals ist steif, im Nacken festgehalten. Die Schultern sind mit betroffen. Sie liegen nah am Körper, wodurch die Vorderbeine eng stehen. Die Differenzierungsarbeit lehrt ihn, die Schultern unabhängig von Hals und Kopf zu bewegen. Es entsteht Raum im Brustbereich. Die Vorderbeine stehen nun weit. Das gibt ihm Sicherheit und Übersicht. Aktiv probiert er hier neue Bewegungsabläufe. Bis er seinen Hals fallen lässt. Differenzierungsarbeit im Hüftgelenk verändert die Lage des Oberschenkels. Wie schön er hier in die Halsverdrehung geht, um die entspannte Haltung zu finden. Die Atlas-Axis-Hinterhauptsbeinlösung ist wichtig für die Blutzufuhr zum Gehirn. Sie steht für klares Denken. Mehrere Brustwirbel sind hier zusammengezogen und bewegen sich gemeinsam wie eine Insel. Die Differenzierungsarbeit hilft, sich unabhängig voneinander zu bewegen und gibt so zentral die Schultern frei. Natürlich muss der Schock in seinem Verlauf im ganzen Körper gelöst werden. Differenzierungsarbeit des Halses zum Kopf und in seinem seitlich muskulären Verlauf. Und als Abschluss das Gefühl, ein lebendiges Ganzes zu sein.